Willkommen in der schönen neuen Welt. Was haben wir denn da? Alex, bist du da? Hey, danke fürs Beeilen. Ich wollte nicht zu lange allein rumhängen, falls du aufgehalten worden wärst. Manchmal kann ich ein Gentleman sein. Du hast gesagt, du hast was über Versalife. Ja, vor einigen Monaten wurde eine Forschungsassistentin in ihrer Fabrik Rockersacker Beach tot aufgefunden. Abteilung für Spezialprojekte. Sie wurde vergiftet, genau wie Rocker. Sie? Hast du einen Namen? Anneke Norstad. Warum? Kennst du dort jemanden? Spielt keine Rolle, vergiss es. Ich hasse Versalife, Adam. Als ich noch für Bell Tower in Panama geflogen bin, bin ich schon auf diese Scheiße gestoßen. Seitdem habe ich ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Wenn die mit drinstecken, wird's übel. Wenn sie mit drinstecken, kriegen wir sie. Wir müssen nur wissen, worum es geht. Erzähl mir mehr über diese Forscherin. Die Infos über Norstad waren tief vergraben. Kein Polizeibericht, keine Autopsie. Nur eine Fußnote in einem Versicherungsanspruch. Betriebsunfall. Sie hat mit gefährlichen Pathogenen gearbeitet, oder? Vermutlich. Janus glaubt, es steckt mehr dahinter. Er hat den Bericht gefunden. Sagte, er sei seltsam. Seltsam? Viele leere Stellen und fehlende Details. Mehr hat er nicht gesagt. Und du hast ihn auch nicht gefragt? Ist das jetzt ein Vorwurf? Nein, gar nicht. Aber du hast offenbar großes Vertrauen in Janus. Janus hat meine Identität geändert, mir wieder eine Aufgabe gegeben, nachdem Versalife alles ruiniert hatte. Er hat mir einen neuen Blick auf die Dinge ermöglicht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass manche Verschwörungstheorien nicht weit von der Wahrheit entfernt sind. Ich habe nach Panama nichts von dem geglaubt, was Pikes über den Zwischenfall berichtet hat. Dann wurde es für uns Augmentierte immer schlimmer. Und Janus hat mir die Chance gegeben, daran was zu ändern. Durch die Verfolgung der Männer im Schatten. Durch die Arbeit mit dir. Ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Der Ark einen Einbruch anhängen, damit sie wie Terroristen wirken? Eine Versalife-Forscherin stirbt, vergiftet, genau wie Rucker? Geht es hier um Biowaffen? Millers Zugangskarte könnte uns helfen. Wie? Ich kann dir nicht folgen. NSN-Gespräche werden in der Cloud des Systems gespeichert. Wenn ich mich mit seiner Zugangskarte als Miller anmelde, kann ich vielleicht mehr von seinem Gespräch mit den Bossen abspielen. Scheiße, Adam, das ist nicht wie bei einer Wanze. Du musst den Stuhl benutzen. Wenn dich jemand erwischt... Das Risiko gehe ich ein. Deine Entscheidung. Aber ich will eingestöpselt sein und die gesamte Aktion mithören. Sei einfach vorsichtig, Mann. Melde dich, wenn du Zugriff auf die Maschine hast. Wer hört diesem Abschaum denn zu? Ich kündige, das ist alles. Versuch's erst gar nicht, Freundchen.
Verschwendung, weißt du? Ja, ich weiß. Wer soll sich sonst darum kümmern? Oh, hallo? Wo schlägt die Polizei? Ich werde mich später dermaßen besaufen, dass ich vielleicht sogar einen Opti-Zickel. Gegen sowas kann man sich nicht verteidigen. Sieh an. Komm schon. Unfassbar, dass ich seit 2 Jahren in dieser Schule bin. Gebucht? In einem Privatzimmer? Ist er zur Vernunft gekommen? Nein, Frau Kadlec. Ich habe genug von diesem Vampir-Radic und seiner Show. Ja, Frau Kadlec. Massa Kadlec, mir gehört das Red Queen. Ich bin stolz darauf, alles Wichtige zu wissen, aber Sie kenne ich nicht. Vielleicht bin ich nicht wichtig. Oh, bitte. Haben Sie in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Außerdem bin ich sehr neugierig. Eine Mutter muss das sein. Mama würde es nicht gefallen, dass ich an so einem Ort bin. Wirklich? Wieso denn nicht? Etwas Spaß schadet nie. Wenn Menschen verletzt werden, bekommen sie mehr mit mir zu tun, als ihnen lieb ist. Wenn sie so besorgt sind... Halten Sie ruhig nach Verfehlungen Ausschau. Ich sage immer, ein zahlender Gast ist auch sicher. Es sind nicht die Gäste, um die ich mir Sorgen mache. Das Red Queen ist ein Familienunternehmen. Mein Ältester steht hinter der Bar. Sein Bruder kümmert sich oben um die Sicherheit. Am Wochenende ist eine meiner Nichten hier, Agnieszka, als Mitternachtsattraktion. Familie geht hier über alles. Dieser Laden wird von den Dwellys geführt, richtig? Halb Prag wird von den Dwellys geführt. Meine Familie hat gottgegebene Führungsqualitäten. Und, naja, das arme Prag brauchte dringend Führung. Und was führen Sie genau? Diesen Club, wie man sieht. Und bestimmte Beziehungen. Operationen, die das Händchen einer Matriarchin erfordern. Und die Aktionen mancher Fremder, die zu viele Fragen stellen. Eine Drohung. Ich fühle mich geschmeichelt. Vorsicht, Metallmann. Sie gehören nicht hierher. Das höre ich öfter. Ich verstehe, dass Ihnen Ihre Familie sehr wichtig ist. Gilt das auch für einen gewissen Dominik? Ich wusste, dass Sie nicht wegen der Aussicht hier sind. Ich soll einen Gefallen zurückzahlen. Dieser Club ist mein Beichtstuhl. Leute flüstern mir etwas zu. Manchmal vergebe ich, manchmal nicht. Aktuell höre ich, dass einer der Dwellys sich mit mir versöhnen will. Wie altmodisch. Er hilft Ihnen, Sie helfen ihm. Ich nehme an, Dominik macht Ihnen irgendwie Ärger. Dominik hat schlechte Entscheidungen getroffen. Für sich selbst und für seine Familie. Es geht um die Tradition. Ich frage Sie, wie kriege ich einen jungen Hitzkopf am besten aus einem Umfeld heraus, in das er nicht gehört? Wenn Sie wissen, dass er überfordert ist, warum lassen Sie ihm dann eine Wahl? Sie gehen rein und zerren ihn raus. Völlig richtig. Aber das ist nicht immer einfach. Jungs können sehr stur sein. Und wie lautet dann Ihr Plan? Mir sind die Hände gebunden. Politik. Sie hingegen sehen aus, als könnten Sie politische Bedenken umgehen. Sie könnten Dominik entführen. Ich will die Lage besser verstehen. Warum ist Dominik unser Problem? Manchmal brauchen die Dwellys eifriges junges Blut, das mit einer Knarre rumwedelt. Und manchmal brauchen sie Männer im Anzug, die verhandeln können. Zu welcher Sorte gehört er?
Ich habe ein Arrangement für Dominik getroffen. Eine Frau, eine Wohnung, fernab von all dem hier, wo er nützlich für die Familie war. Aber er weiß es besser. Er denkt wie Radic Nikolatze. Ein getürmter Bräutigam. Sie wollen ihn verheiraten, er will am Tisch vom Boss sitzen. Und das passt ihnen nicht, richtig? So ist es. Dominik ist für Radic entbehrlich. Aber bei mir kann er die Herde mit einer fähigen Frau verstärken. Meine Herde. Okay, wo ist Dominik jetzt und was soll ich tun? Im Hotel Narikala. Ein alter Witz aus Georgien. Ein Versteck von Radic. Und wir können Radics Gastfreundschaft nicht verletzen. Und da komme ich ins Spiel. Schwer bewacht, nehme ich an. Mhm. Und Überwachungssysteme, Alarme, das ist der Junge. Ich schleiche also ins Gebäude, finde Dominik und sage ihm, er wird zu Hause erwartet. Nein. Sie gehen rein, legen Dominik lahm, schaffen ihn raus und stecken ihn in einen Lagerraum. Niemand darf davon was mitkriegen. Ich soll ihn bewusstlos durch ein Gebäude voll mit Radics Männern schleifen, ohne entdeckt zu werden? Das ist ein Witz, oder? Wo ich herkomme, ist die Brautentführung eine alte Tradition. Betrachten Sie es als Beitrag zur Emanzipation. Sie erkennen Dominik an seinem Tattoo. Bringen Sie nicht den Falschen. Seien Sie vorsichtig. Hier nicht rein. Techno. Uyoboki dürfen hier nicht rein. Vergiss es. Ich wusste nicht, dass du sowas nicht magst. Du verkaufst deine Tochter, um deine Schulden zu bezahlen? Yeah.
verzweifelter aussehen will als der Emma von der Straße. Er hat Tattoos, war im Knast. Luxusknast in Moskau. Die Scheiße auf seinen Beinen kommt nicht aus dem Knast. Radic hat das entschieden. Willst du kritisieren, wen er einstellt? Viel Glück. Angeber gibt's in meiner Heimat jede Menge. Du weißt doch, wie's läuft. Einige sind zum Schießen da, andere werden erschossen. Initialisiert.